Also ich bin Franzi Zollinger, ich bin 34, arbeite als Sachbearbeiterin Buchhaltung und Personaladministration. Ich bin geheiratet, habe zwei Kinder. Seit 2014 habe ich die Diagnose Morbus Crohn. Mir geht es echt gut. Ich bin jetzt inzwischen wieder gut eingestellt. Halt, ja, mit Höchst und Tiefs habe ich jetzt heute meine Humira-Spritze und mit der geht es mir so weit gut. Der Zeitpunkt der Diagnose ist für mich einerseits überraschend, andererseits habe ich es wie geahnt. Ich bin halt auch gleich ein bisschen den Dr. Google gefragt und konnte aber ein bisschen wie das ein bisschen filtern, dass ich gewusst habe, es könnte das sein. Dann war wirklich die Diagnose für mich nicht so dermaßen überraschend gewesen und ein bisschen gewusst, was könnte kommen. Ich dachte, ja gut, Medikamente und dann geht es mir wieder besser. Es war leider nicht so mit Cortison und allen Medikamenten. Einerseits hatte ich mehr Energie durch das Cortison, aber es ist mir gleich immer schlechter gegangen, weil das Cortison nicht gewirkt hat. Und es hat sich dann einfach wie ein Jahr hingezogen, bis ich dann mal eine zweite Abklärung gemacht habe. Und dann bin ich wirklich sehr schlapp und schlecht zu weg war. Und dann hat man neue Medikamente ausprobiert, ist weg vom Cortison und dann ist es endlich aufgegangen. Und ich sage, seit 2015, eben ein Jahr nach der Diagnose, bin ich eigentlich so weit stabil und es geht mir gut. Mein Wunsch, Familie zu haben, ja, das hatte ich eigentlich immer. Es ist natürlich mit der Diagnose schon schwieriger geworden. Und wir haben dann auch Abklärungen gemacht, ob das überhaupt möglich ist mit diesen Medikamenten. Und wir sind dann eigentlich relativ schnell haben wir die Abklärung machen in der Frauenklinik. Und dann hat es geheißen, mal mit diesen Medikamenten ist überhaupt kein Problem. Und dann war das für uns eigentlich so wie ein bisschen der Startschuss gewesen, dass wir die Planung in Angriff nehmen konnten. Ängste? Nein. Ich bin echt positiv an das Ganze angegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin gut betreut und es sei überhaupt kein Problem, es sei alles möglich. Darum bin ich gesagt, sehr positiv, bin ich positiv an das Ganze hergegangen. Die Stelle, die ich einbezogen habe, war sicher auch, dass ich mit dem Gastroenterologen auch darüber geredet habe. Aber eben dazu mal mit dem Frauenarzt vor allem und er hat mich dann überwiesen. Aber es ist immer alles ein parallel gelaufen, weil ich immer in der gleichen Klinik war, wo ich gerade alles hatte, Frauenarzt oder Frauenklinik und Gastroenterologie. Und durch das, dass ich stabil war, habe ich eigentlich Gastroenterologie gar nicht gross gesehen während der Schwangerschaft. Die Herausforderung, ich sage, die war gerade am Anfang ziemlich stark, weil mein älterer Sohn ist ja 8 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Sie haben probiert, meinen Blutdruck einzustellen mit einem Medikament, das mir aber überhaupt nicht gut getan hat, wo ich dann wirklich mit dem Bauch wieder Probleme hatte. Nebst dem, dass ich dann immer noch oder immer zu ihm durfte, war es dann eine Herausforderung gewesen, dass ich immer ein WC in der Nähe hatte, weil mir doch eine halbe Stunde, 40 Minuten Weg hatten bis in die Klinik. Und das ist dann am Anfang sehr eine Challenge gsi, aber nachher ist eigentlich alles recht ruhig verlaufen und ich muss jetzt ehrlich sagen, der Crohn schränkt mich nicht dermaßen ein im Familienalltag. Einen Schub hatte ich in dieser Zeit nicht so gehabt, wie ich es von Anfang an gekannt habe. Ich kenne inzwischen meinen Körper ziemlich gut und ich weiß, auf was dass er reagiert. Und dann weiß ich auch, dass ich reagieren muss, weil ich weiß, wenn ich es jetzt nicht mache, dann rutsche ich in einen rechten Schub rein und dann fehlt mir dann die Energie für die Familie und für die Kinder. Und durch das hatte ich einfach leichte Rückfälle, aber ich habe sie relativ schnell wieder in den Griff bekommen. Mein Alltag sieht so weit, also ich denke es normal aus wie bei jeder anderen Mutter auch.
was halt ist, wenn man mal wieder Kontrolle hat oder Spiegelungen hat. Man ist natürlich darauf angewiesen, dass man jemanden hat, der für Kind schaut, weil der Partner ja auch nicht immer frei nehmen kann. Und von dem her bin ich sehr froh und sehr glücklich, dass ich meine Eltern habe, die eigentlich jederzeit einspringen können, ja, wenn etwas ist. Meine Unterstützung, die ich habe, ist mir sehr wichtig. Eben durch meinen Partner, der auch die Kinder mal übernehmen kann, dass ich mal vielleicht anliegen kann, wenn ich nicht so zu Weg bin. Oder eben auch, wenn ich Arzttermine habe, habe ich meine Eltern, die sehr eben, ich sage jetzt, flexibel sind und immer meine Kinder können übernehmen können, wenn etwas ist. Oder eben auch, wenn ich mal wirklich müde bin. Ja, sie sind einfach da, wenn ich sie brauche, und das ist so viel wert. Vor allem eben, wenn man chronisch krank ist, ist das für mich das Schönste, was man haben kann. Was ich mir wünsche, dass man vielleicht ein bisschen offener mit dem ganzen Thema kann umgehen kann. Und nicht irgendwie auch abgestempelt wird. Dass man genau gleich akzeptiert wird. Und in allen Lebenslagen, sei es im Job, sei es privat. Und nicht einfach denkt, oh, nein, du bist krank. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Oder, oh nein, das brauche ich jetzt nicht.